Servus und Hallo von der Eurobike in Friedrichshafen. Ich freue mich ganz besonders, heute mal ein paar Gravelbike-Neuheiten entdecken zu können. Und zusammen mit euch nehme ich euch mit auf einen Rundgang durch die heiligen Messehallen in Friedrichshafen. Viel Spaß mit dem Video und hoffentlich sehen wir ein paar spannende Neuigkeiten. Und jetzt stehen wir hier auf dem Stand von Nikolai und es gibt ein Rad, nachdem ich schon ewig auf der Jagd bin und ich endlich jetzt mal selber Hand anlegen darf. Und das ist das Argon GX von Nikolai. Vincent, genau. Was kannst du uns über dieses wunderschöne Bike und Nikolai vielleicht per se erstmal erzählen? Ja, also hallo. ja, Nikolai grundsätzlich uns gibt seit 1995, also jetzt schon ein paar Jahre. Und wir sind eine Firma, die zu 100% in Deutschland herstellt. Das heißt, alle Frästeile, Drehteile, der Rahmenzuschnitt und das Schweißen, Lackieren, Montieren. Also von A bis Z findet alles bei uns in Deutschland statt, um genauer zu sein in Mehle in Südniedersachsen. Und da ist auch dieses schöne Rad hier entstanden, das Argon GX. Ist aus einem Vorgängerrad entstanden, das Argon CX, also das war einmal so eine Cyclocross-Geometrie, die recht progressiv war. Ja. Und dann haben wir halt den Trend auch irgendwann mitbekommen bei uns da im Tal. Und, ja. Haben wir Internet auch? Ja, haben wir auch sogar Internet, genau. Ja. Und ja, dann haben wir halt gesagt, wir wollen auch so ein schönes Rad haben. Wir wollen auch ein Rad haben, wo man zum Beispiel einen Gepäckträger und Schutzbleche montieren kann. Wir wollen ein Rad haben, wo man ordentlich Flaschen unterbringen kann und was einfach auch ein bisschen mehr Komfort hat. Klar, bei einem Alurahmen ist das jetzt nicht immer so einfach möglich. Ja. Und auch hier sieht man dem Rad schon an, dass es sehr steif ist. Aber wir denken, dass es ausreichend Flex hat, um doch noch ein bisschen Restkomfort zu gewährleisten. Und wir haben halt ein paar schöne Sachen integriert. Wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Zugführung, also absolutes Novum für Nikolai ist eine interne Zugführung, wo wir dann schöne Zuganschläge gebaut haben, die man auch verschließen kann, wenn man sie nicht braucht. Haben eine intelligente Zugführung, die dann vorm oder im Tretlagergehäuse wieder rauskommt, um dann doch wieder durch die Kettenstrebe zu verschwinden, um dann hier schön rauszukommen, sodass man den Zug doch noch einigermaßen leicht verlegen kann, also dass man im Prinzip nur ein Nadelöhr hat und das ist das Unterrohr, aber auch das, da haben wir halt die abschraubbare Zugführung vorne, sodass das Loch schön groß wird, also dass es auch relativ einfach und auch mit montierter Olive zum Beispiel bei einer Bremse dann noch durchgeht. Ne? Ja. Das war uns dann extrem wichtig. Es gibt noch eine andere Option, das ist dann mit einem Piniongetriebe ausgestattet. Oh ja. Und da kann man dann entscheiden, ob man bei uns entweder ein Flatbar bekommt, der dann den Drehgriff hat, oder eben eine Dropbar mit einem Sinkschalter. Ah, ja. Also das ist dann auch eine sehr schöne Sache. Könnt ihr euch nochmal angucken beim Pinion-Stand gleich. Glaube ich, sehr interessant. Man kann ja alles individualisieren bei uns. Also wir haben einen Konfigurator, wo du sagen kannst, ich hätte jetzt hier den Top-Notch-Laufradsatz, aber nehme dafür eine normale Sattelstütze und normalen Lenker und dann fängt das Rad so bei 3.600 Euro ungefähr an. Okay. Dann hat man da schon was Ordentliches stehen. Also wir machen jetzt nicht, dass wir wirklich irgendwie Entry-Level machen, weil das würde dem Produkt auch am Ende nicht gerecht werden. Ja. Genau. Und Nikolai ist ja schon auch viel Prestige und das nicht zu Unrecht. Also ich finde es mega schön verarbeitet auch. Ich mag diese prägnanten Schweißnähte über euren Rahmen. Das sieht echt super cool aus und ihr habt echt jahrzehntelange Erfahrung. Und ich glaube, das spürt man auch in einem Rad. Ich würde es gerne ausprobieren. Vielleicht schaffen wir es, dass wir den Vincent noch überzeugen, dass er uns ein Rad zur Verfügung stellt. Ja. Und würde ich sagen, fürs Erste super. Vielen Dank, Vincent. Sehr gerne. Und dir noch eine schöne Messe. Euch auch. Alles Gute. Ciao. Und weiter ging es mit Mordsgeschwindigkeit zur nächsten Neuheitenstation bei Fitlock. So, und jetzt stehen wir am Stand von Fitlock und da gibt es was Spannendes Neues, nämlich eine neue Handyhalterung. Simon, was kannst du uns über die Handyhalterung erzählen? Hi, moin. Wir haben da eine alternative Handyhalterung. Es gibt jetzt aktuell noch eine Hülle von uns dazu,
wo man dann eben so einen Saugnapf hat mit einem Magneten. Das positioniert sich dann automatisch, lässt sich einrasten und drehen, wie man es haben will. Ach, in jedem Winkel? Ja, genau. Ah, das ist ja praktisch. Das hat, ich glaube, so 10 Grad Winkel in den Einrastungen. Und es lässt sich dann eben ablösen, indem man unten den Ring zieht und dann oben abzieht. Ah, das ist ja noch besser als die davor. Genau. Ja. Um einiges besser. Also ich finde die alte schon ziemlich gut. Bedienbar. Ja. Ja, auch bei uns auf den Trails getestet. Also wird es für Gravel bestimmt auch ausreichen, denke ich. Müsste schon halten, außer wenn man stürzt, dann ist natürlich dann auch so, dass es dann wahrscheinlich weggeht, oder? Normalerweise bleibt es dran, auch wenn man stürzt. Okay. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man, ja. Also es ist keine Sollbruchstelle, wo das Handy dann beschützt wird? Nein, leider nicht. Es ist aber auf jeden Fall für die Headcap-Base montierbar. Lässt sich aber auch mit einem anderen Kit am Lenkgedreck montieren. Ah ja. Das sind die Varianten, die es so gibt. Genau, aber zur Hülle gibt es auch was Interessantes. Ja. Wir haben jetzt aktuell unsere eigene Hülle. Da wird es allerdings noch eine Alternative geben. Da sind wir gerade am Entwickeln, dass man einfach nur den Puck auf seine eigene Hülle draufkleben kann oder direkt aufs Handy. Ah. Und dann nicht mehr unbedingt die Hülle für uns braucht, weil wir eben nur für Flaggschiffe die Hülle haben. Ach so, dann kann man dann mit dem China-Handy dann auch mit Fitlock-System fahren. Cool. Kann man auch sein altes Handy da benutzen oder was auch immer. Das sollte dann halten. Geil. Genau. Da bin ich gespannt, das auszuprobieren. Danke, Simon. Klar, gerne. Die nächste Überraschung ließ sich lang auf sich warten und so haben wir ein wunderschönes Titan-Bike entdeckt. So, und jetzt kommen wir dem Grund, warum Messen nach wie vor in der digitalen Zeit immer noch von Bedeutung sind, immer näher. Denn jetzt sind wir gerade über was gestolpert, was ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte, was ich auch nicht geplant hatte zu sehen. Und wir können uns jetzt mal zusammen die vierte Marke, die Classified mit seiner Narbe ausstattet, anschauen. Und zwar kommt die von der Edelschmiede Pilot aus Holland. Hier an dem Gravelbike befinden wir uns jetzt in so einer relativ gehobenen Preiskategorie mit Classified-Narbe, mit GRX 810. Wir haben eine Carbon-Gabel und wir haben Top-Komponenten von Ritchie. Und das Ganze kommt dann so um die 6.000, 7.000 Euro, da muss ich nochmal nachschauen, daher. Und hier sieht man ganz klar, der Hauptaugenmerk bei der Entwicklung von dem Rahmen war auch hier Bikepacking, ganz viele Anschraubpunkte. Und das Ganze in der wunderschönen Raw-Farbe von Titan. Mega schön, die Firma jetzt gesehen zu haben, das erste Mal. Und auch schön zu sehen, wie sie High-End-Titan-Gravel-Bikes interpretieren. Und Wiedersehen macht große Freude. Ich habe mich riesig gefreut, als ich das Drössiger Gravel Pit in der Custom-Farbe wiederentdeckt habe und mich direkt nochmal neu verliebt. Außerdem gab es am Stand von JBS noch die Panaracer Gravel King Reifen für den Gravel-Einsatz zu entdecken. Da gab es aber bis auf ein paar neue Farbkonzepte nichts Neues, genauso wie bei Kender. Da bleibt man erstmal beim Alten. Spannend wurde die Reifengeschichte dann nochmal bei Schwalbe. Dort wurde der G1R als neuer Gravel-Reifen vorgestellt. Das Besondere an dem Reifen ist die gemäßigte Profiltiefe und die braune Seitenwand, außerdem die Super Race-Karkasse und die enormen Breiten, die auch bei 700C schon angeboten werden mit 45 mm und 50 mm. Interessant wurde es dann auch nochmal in der Startup-Area, wo allerlei Stände von Erfindern und Tüftlern verschiedene interessante Ideen und Konzepte vorgestellt haben. Unter anderem diese halb aus Titan gefertigte Trinkflasche, die dann aus der Innenseite keine Weichmacher entweichen lässt. Außerdem kann man dann dieses komprimierbare Design realisieren. Interessant. Und die ein oder andere wilde Erfindung gab es dann auch noch zu sehen. Und dann gab es tatsächlich noch mal ein paar interessante Neuheiten auf dem Stand von unseren Freunden von M83. Unter anderem auch einen interessanten Ständer, den Ralf entwickelt hat. Also Shoutout an Zuschauer Ralf der ersten Stunde. Er hat einen Flatmount-Adapter für eine Ständeraufnahme entwickelt, die es erlaubt, den Ständer auf die Unterseite der Bremssockel draufzuschrauben und das Ganze formschön dann abgeschlossen ist. Das Ganze ist dann leichter und sieht schlichter aus. Außerdem hat M83 eine Version mit Classified-Narbe vorgestellt und ebenfalls eine Version mit der hydraulischen Schaltung von Rotor und dem ovalen Kettenblatt von Rotor. Und spannend wurde es dann auch nochmal gleich am Stand von KTM. Die haben auch ein riesiges Gravelbike-Lineup, das ich zumindest noch nie persönlich live gesehen habe. Und wir haben uns vier der Bikes zeigen lassen.
Und der Florian stellt uns jetzt wirklich mal was Neues vor, nämlich ein paar Merkmale am Xtrada, die sich verändert haben. Florian, danke, dass du die Zeit nimmst. Ja, bitte gerne. Herzlich willkommen bei uns am Stand. Ja, hier im Hintergrund seht ihr mal zwei Räder von unserer Modellpalette. Einmal in Carbon, das orange-schwarze, und die Alu-Variante dazu in grau-gelb gehalten. Ja, Stargabel mit Lowrider-Mount. Wir haben auch ein Modell mit der Federgabel. Innen verlegte Züge. Also wir fahren direkt durch den Steuersatz hinein. Alles innen verlegt, somit ein cleanes Erscheinungsbild. Ja, zwei Flaschenkörbe zum Montieren. Hier haben wir die Reihwahl einfach verbaut. Wir haben natürlich auch noch Modelle mit zweifach, vor allem bei den günstigeren, das ist ja noch immer sehr verbreitet. Hinten natürlich Steckachse, 142 mm Einbauweite, Scheibenbremse. Vorne mit 160 mm Standard, das heißt 140 mm Scheibe verwenden wir gar nicht. Aber das Spannende bei dem Radl ist ja jetzt, ein Carbonrahmen, die E-Tab, und das Ganze dann für einen Endpreis von 3.800 Euro. Ja. Grob geschätzt, 3.900. Ja, gut kalkuliert auf jeden Fall. Vor allem ja, mit den Komponenten, mit der elektronischen Schaltung. Ich würde es nicht mehr hergeben, die elektronische Schaltung, sage ich jetzt einmal ganz ehrlich. Ja. Ja. 27,2er Sattelstütze, einfach um den Komfort. Wer eine Dropa haben will, die Komponentenhersteller haben jetzt was im Angebot. Die ist jetzt aus Alu bei dem Modell, oder? Die ist im Modell aus Alu. Ja, ja, überzogen, schauen wir weiter zum Alu-Rahmen. Ja, es wird schon einigen, der Rahmen wird einigen bekannt vorkommen. Wir haben jetzt aber umgestellt auf Stargabel-Geometrie. Ja. Der alte war noch für eine Federgabel-Geometrie ausgelegt, aber auch auf innen verlegte Züge, wie wir es beim Carbon haben. Ja, alles sauber von vorne nach hinten, innen verlegt. Genauso wieder die Steckachse, 27,2er Sattelstützen, M4 zweifach ausgelegt. Ja. Also eine Schutzblechmontage ist auch möglich, ist auch beim Carbon möglich. Eine Gepäckträgermontage, also für die, was weiterfahren wollen oder irgendwelche Reisen, also richtig lange Reisen natürlich, ist alles möglich, würde ich mal sagen. Hier haben wir noch die LFC, die Xtrada LFC. Für was steht LFC? Für Light Fender Carrier. Ah ja. Das kommt eigentlich von den E-Bikes, wo wir das eigentlich als Nachrüst-Kit auch anbieten, aber einige Serienmodelle ausstatten damit. Und das ist eigentlich dann eigentlich für die City, für die Starterwoche, das Rennrad mit dem Schutzblech zum Arbeitfahren eigentlich perfekt, weil du wirst von der unten drauf nicht nass, kannst hinten nur deine Tasche drauf tun. Ja. Hat aber auch sportliche Geometrie, also. Ein perfekter Allrounder. Jetzt sind wir ein Trekkingrad, das vielleicht zu wenig sportlich ist oder sonst was. Hier eines unserer Fit-Modelle mit dem geraden Lenker. Ja. Aber der Rahmen bleibt gleich, Gabel ist auch dasselbe. Rahmen ist dasselbe. Serienmäßig wird bei dem der Vorbau dann nach oben montiert, bei den anderen nach unten. Ja, ist der gleiche Vorbau. Ist der gleiche Vorbau. Ah, ja. Genauso sportlich, genauso universell einsetzbar. Also, ja, und auch grob um die 2000 Euro Marke bei allen drei Rädern, die wir jetzt in Alu gesehen haben. Also super interessant, auch für Einsteiger, die ja gerade so ein Allround-Bike suchen. Mega. Ja, Flo, vielen Dank. Und wir schauen weiter, ob wir irgendwas Neues hier finden auf der Eurobike. Und die nächste Neuigkeit, hätten wir so nicht erwartet, hat uns wirklich die Schuhe ausgezogen. Und jetzt haben wir hier mal was richtig Tolles entdeckt auf dem Stand von Grava. Die Holländer aus Eindhoven haben was entwickelt, womit man während der Fahrt den Reifendruck kontrollieren kann. Und das ist tatsächlich mal super spannend, weil während der Fahrt ein interner Speicher in den Narben mit Luft gefüllt werden kann, der dann per Handy wireless entweder decreased, also abgelassen werden kann, oder hinzugefügt werden kann. Das Spannende ist, während man unterwegs ist, kann man also den Reifendruck adjustieren, je nachdem, auf was für einem Untergrund man unterwegs ist. Und wir haben jetzt hier 3 Bar drin. Ich möchte aber mit 2,5 Bar losfahren, also switche ich hier mal runter. Und ihr hört, die Luft geht raus und ich kann mit dem richtigen Reifendruck loslegen.
Also es ist wirklich lustig. Man merkt während der Fahrt eigentlich nicht wirklich was. Ab und zu kommt zum Gleich das Zischen. Und dann heißt es, der Speicher ist wieder mit Luft aufgefüllt. Und wir haben jetzt 2,2 Bar und wir sind mit 1,9 losgefahren. Das heißt, während der Fahrt konnte ich jetzt den Reifen ein bisschen aufpumpen. Und ja, das ist tatsächlich einzigartig. Habe ich so auch noch nie irgendwo gesehen. Gedacht ist das Ganze jetzt für Fahrer, die halt viel zwischen den unterschiedlichen Untergründen wechseln. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel auf einem ruppigen Trail unterwegs ist, lässt man Luft ab. Wenn man wieder auf der Straße unterwegs ist, dann lässt man die Luft wieder rein in den Reifen und fährt dann mit mehr Reifendruck. Und das ist dann schon sehr, sehr interessant. Das könnte so die Dropper Pose für den Reifendruck sein. Vielleicht die Zukunft, ein riesen Gamechanger. Super interessant, das Ganze jetzt für knapp 3000 Euro noch als Laufradsatz zu haben. Also nicht ganz günstig. Aber wir werden sehen, wie sich auch diese Innovation in Zukunft schlägt. Also ich bin begeistert, ich freue mich mal wieder was Neues entdeckt zu haben. Und das ist tatsächlich ein Bereich, den es ja bis jetzt einfach noch nicht gab, glaube ich. Bei Stork gab es das beliebte Grix in der neuen Farbvariante zu begutachten. Außerdem wurde uns da gesagt, dass es wohl bald was Neues im Gravelbike-Bereich geben wird. Da bleiben wir natürlich dran. Weiter ging's beim Traditionsreiseradhersteller Tutelan. Da waren zwei spannende Gravelbikes zu sehen, die uns Chris vorgestellt hat. Einmal das Vasca, das in fünf verschiedenen Ausstattungsvarianten angeboten wird und schon bei 2250 Euro anfängt. 2020 wurde das Vasca das erste Mal gezeigt und wurde sofort ein Hit. Das Konzept von Tutelan ist, dass man das Bike auch als Randonneur aufbauen kann. Anschraubpunkte für Schutzblech, Gepäckträger sind vorhanden. Außerdem der typische Lenkanschlag, der verhindert, dass die Lampe beim Einschlag nicht kaputt geht oder etwaige Kabel beschädigt werden. Auch was Spannendes bei euch, was ich auch noch nie irgendwo anders gesehen habe, ist dieser Anschraubpunkt. Generell, das Rad ist ja gut bestückt mit Anschraubpunkten, aber der Anschraubpunkt ist was Besonderes, der ja auch aus dem Reiseradbereich kommt. Richtig. Die Anlötteile hier werden verwendet, wenn hier mal eine Lichtanlage montiert ist, dann hast du die Lampe hier sitzen und kannst im kleinen Bogen mit einem Halter das Lichtkabel dann direkt hier unten lang führen. Ah, okay. Also das ist eine saubere, aufgeräumte Lösung. Super durchdacht. Typisch für Tutelan ist, dass sie bei all ihren Bikes auf den Werkstoff Stahl vertrauen und so ist auch das andere Gravelbike aus Stahl, das Scrambler Explorer, das mit einer Getriebeeinheit von Pinion ausgestattet ist und auch einen Gates Carbon Drive hat. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen durchgeführt hast und eingeführt hast in die Welt von Tutelan. Behalten wir mal im Blick und bestimmt auch interessant für die einen oder anderen, die jetzt nicht so ein racinges Gravelbike suchen, sondern was zum Bikepacken und auch was, was wird, das langlebiger ist und nicht aus Carbon ist. Ein Thema, das im Gravelbike-Bereich ja gerade besonders heiß diskutiert wird, ist das der Federgabeln. Und so mussten wir natürlich bei SR Sandtour vorbei, um die neue Gravel-Federgabel anzuschauen. Und jetzt sprudeln die Neuheiten nur so von der Eurobike. Wir stehen jetzt hier am Stand von SR Sandtour. Christoph, ihr habt was Neues im Gravelbike-Bereich. Magst du uns da mal ganz kurz ein paar Takte dazu sagen? Ja, gerne. Also wir haben die GVX-Gabel im Programm. Ich muss dazu sagen, sie ist nicht ganz neu. Okay. Wir haben sie quasi letztes Jahr schon vorgestellt, aber letztes Jahr in der Mangelung von Events und anderen Gelegenheiten, sich zu treffen, geht das gerne mal unter. Ja. Ja. Dazu kommt natürlich auch, dass wir gerade momentan relativ lange Vorlaufzeiten haben. Das heißt, die Kunden, die bei uns solche Gabeln eingekauft haben, das ist teilweise, sieht man das noch nicht im Markt. Ja. Ja, die GVX geht für uns in den Bereich Gravel. Ja, wir haben auch, ich würde mal sagen, schon in vergangenen Zeiten, wenn man sich die Modelle wie eine NRX anschaut, okay, im Cross-Bereich, also das ist Gravel. Teilweise wird es auch in Richtung moderne, ich sag mal, urbane Räder eingesetzt, also nicht nur das reine Gravel-Thema, aber natürlich schon auch vordringlich. Sprich, wir haben ja im Gravel-Bereich eine Einbauhöhe, ich würde sagen, die liegt irgendwo bei 3,85, 3,90. Ja, das heißt, die Logik ist, dass du mit dem Federweg quasi dann natürlich die Einbauhöhe etwas erhöhst. Ja. Ja, das heißt, bei 40 mm Federweg kommen zur normalen Einbauhöhe im Gravelradbereich natürlich auch 40 mm dazu. Das heißt, du veränderst deine Geometrie. Ja. Gleichzeitig bei der GVX zum Beispiel arbeiten wir jetzt mit einer Logik beim Sägsetzen von
20, 25 Prozent, je nachdem, wie man sie fahren möchte. Das heißt, du reduzierst dann auch wieder gut um einen Zentimeter die Einbauhöhe, ja, was das wieder leicht ausgleichen mag. Ja. Dafür arbeiten wir zum Beispiel im Luftvolumen mit relativ vielen Volumenspacern. Das heißt, wir versuchen den Druck gering zu halten, sodass ich sensibel ansprechen kann. Ja. Mit der Luftvolumen-Spacer-Logik schauen wir aber dann trotzdem, dass eine gute Progression drin ist, dass die Gabel am Ende auch stabil im Federweg steht und dass trotzdem ein effizientes Radfahren möglich ist. Dazu gibt es natürlich auch jetzt bei der Gabel, bei der LOR-Kartusche die Möglichkeit, einen Lockout reinzumachen. Mhm. Ja, das heißt, ich, ja, kann natürlich die Federung auch blockieren. Kann das über den Lenker auch angesteuert werden beim Gravelbike? Es gibt die Möglichkeit für eine Remote-Ansteuerung vom Lockout auch. Ja. Mit dem Bremshebel dann schon? Hat das schon mal jemand gemacht? Ja, wir haben einen separaten Hebel für uns, okay, der separat angebracht werden muss. Die Offset-Gestaltung, also wirklich eine sehr gerade Linienführung, versucht es möglichst modern zu halten. Quasi sportlich, sieht den integrierten Mini-Fender. Flat Mount, Post Mount Umwandlung dann auf 160er Scheibenbremse, was auch, finde ich, ein sehr wichtiges Feature ist. Klar, 12mm, 12x100mm Achsen, wir haben Reifenfreigang bis 50mm Breite. Naja. Dann sieht man das quasi das Konzept, mit dem ich so dann auch meistens unterwegs bin. Wie ist denn das vom Gewicht? Was wiegt jetzt die Gabel? Die Gabel selber, die wiegt 1700 Gramm. Mhm. Also ja, da sind wir natürlich nicht auf der ganz leichten Seite. Aber gleichzeitig für uns, wir arbeiten mit 32mm Standrohren. Mhm. Wir haben das von Anfang an mehr auf das Thema E ausgerichtet. Und ja, da haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen auf die 32mm gehen, um dann einfach auch dementsprechend für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Und wie gesagt, beim E-Bike mit dem zusätzlichen Antrieb, also für mich macht es auch so keinen großen Unterschied, aber das muss natürlich jeder für sich dann am Ende entscheiden, ob er auf ein sehr leichtes, sportliches Konzept geht oder ob er sagt, er möchte andere Kriterien mit reinnehmen, die dann wichtig sind. Mhm. Spannend. Ja, vielen Dank, Christoph, das war ja sehr aufschlussreich, wieder viel gelernt. Und wir schauen jetzt mal, was wir noch so für Neuheiten finden. Ja, wünsche euch viel Spaß. So, und jetzt stehen wir auf dem imposantesten Stand der ganzen Messe, die wir bis jetzt gesehen haben. Uns fehlen noch zwei Hallen und wir sind auf dem Stand von Shimano, wie man unschwer erkennen kann. An der GRX hat sich bis jetzt noch nichts getan, aber ihr habt was anderes Spannendes, Neues. Unsere neue Redura ist, unsere neue Ultegra. Wir haben beide mit am Start. Ja. Und was ist daran jetzt neu? Was ist anders? Was ist besser? Gut, ziemlich viele Neuerungen an der ganzen Gruppe. Fangen wir zum einen mal an, dass wir jetzt 12-fach sind. Also wir haben 12 Ritzel hinten, ja, vorher waren wir bei 11-fach. Genau, das ist mal die eine Sache. Und das zweite, nächstgrößere, wahrscheinlich die Semi-Wireless-Funktion. Ja, also Wireless, also komplett Funk ist nicht alles, ja, aber die Hebel hier sind quasi Wireless. Mhm. Und das Schaltwerk und der Umwerfer hängen beide zusammen an einer Batterie dran. Ja. Ah, das ist neu. Das ist neu, genau. Ja. Vorher war das quasi ein komplett System, da hat man hier quasi Kabel gehabt, hier so ein, das Gehirn von dem System, Junction heißt es, war manchmal hier im Lenker, manchmal unten im Vorbau, ja, hat quasi die ganzen Signale so ein bisschen verteilt und koordiniert. Ja. Das ist alles weg, die ganze Elektronik, das ganze Gehirn von dem ganzen System ist es eben hier im Schaltwerk unten mit drin. Hier wird das ganze System auch über diesen Port hier geladen, ja, also ist alles ein bisschen cleaner im Prinzip. Ach, wird das direkt am Rad geladen oder kann ich den Akku rausnehmen? Nee, direkt am Rad geladen. Okay, ja. Davor musste man das Kabel quasi hier einstecken oder hier einstecken, kann es da laden. Ja. Jetzt machen wir es eben im Schaltwerk, ist eben eine ziemlich einfache Struktur. Ja. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Shimano immer das Fahren vom Fahrrad sehr am Herzen legt. Ja? Also wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dann merke ich hauptsächlich Unterschiede beim Schalten oder beim Bremsen, ja, ob da ein Kabel dran ist oder nicht, da merkt man auf dem Rad nicht wirklich davon. Ja. Und da haben sie eben auch sehr viel gemacht. Wir haben jetzt in der Kassette unsere Hyperglide Plus Technologie. Das, oh, was ist das? Das haben wir bei 12-fach Mountainbike-Schaltungen schon eingeführt. Das sind im Prinzip andere Steighilfen der Kassette, dass man eben auch
wenn man vom leichteren in den schweren Gang schaltet, unter extremer Last, die Schaltvorgänge immer noch schön smooth sind, nicht knallen einfach. Das kann auch jemand draußen testfahren, wenn ihr möchtet. Ja. Ist einfach eine ganz neue Architektur von den Zähnen, ja, dass man besser schalten kann. Und wir haben in den Hebeln die Servo-Wave-Technologie, das gibt es auch in den Mountainbike-Hebeln. Also im Prinzip, man kann sich das vorstellen wie ein Umlenksystem im Hebel, dass man eben den Anfang in den Hebelwegen ein bisschen progressiver hat, dass man die Beläge schnell an der Scheibe sind und dann wird es ein bisschen linearer, dass man eben schön modulieren kann. Also die Schaltperformance wurde ordentlich verbessert und eben auch die Bremsperformance verbessert. Mega. Probieren wir gerne mal aus. Super schön kompakt zusammengefasst. Vielen Dank. Jetzt ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis 12 Ritzel auch bei der GRX möglich sind, oder? Da weiß ich allerdings noch nicht so wirklich viel dazu, beziehungsweise darf ich nicht so wirklich viel dazu sagen. So. Aber natürlich arbeitet Shimano kontinuierlich dran, die Produkte weiterzuentwickeln und schauen mal, was es in Zukunft bringen wird. Und wir bleiben investigativ natürlich weiterhin dran und schauen, was wir jetzt noch an spannenden Neuigkeiten weiterfinden. Danke dir. Kein Problem, viel Spaß noch. Mit dem Thema Schaltungen ging es dann gleich weiter bei Classified. Am Stand der sympathischen Holländer war so viel los wie kaum an einem anderen Stand, denn die Namensschaltung wird immer beliebter. Das zeigen auch die ausgestellten OEM-Partnerbikes, wo unter anderem auch zwei neue Marken zu finden waren, nämlich Villiers und Sico. Der Besuch auf der Messe hat sich für die Holländer dann auch nochmal doppelt gerechnet, denn sie sollten am Abend den Eurobike Gold Award gewinnen. Spannend ging es dann auch weiter bei Villiers. Die haben ein neues Farbkonzept für deren Mittelklasse-Gravelbike, das Jänner, vorgestellt. Doch noch viel interessanter, es gibt ein neues Gravelbike in der High-End-Version, das auf den Namen Rave SLR hört. Das Bike wurde komplett auf Leichtbau optimiert. Der Rahmen wiegt lediglich 950 Gramm. Das Rad wird sowohl als Road-Version als auch als Gravel-Edition geben. Und hier nochmal ganz spannend die Monocoque-Lenker-Vorbaueinheit, die gleich in zwei verschiedenen Ausführungen vorgestellt worden ist. Dann der erste kurze Snack und direkt weiter zu Vast. Vast ist eine der Firmen, die auch zu dem Komplex gehören, zu dem auch Niner gehört. Vast zeichnet sich dadurch aus, dass sie Magnesium-Bikes vorstellen, und durch das Lineup hat uns die Legende Chris Sugai geführt. Das ganze Gespräch ist dann so interessant geworden, dass wir das Interview mit ihm ausgliedern werden. Wir werden mit ihm zusammen über Niner, über den Magic Carpet Ride auch sprechen und über das ganze Konzept von Vast. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wirklich besondere Bikes. Ein richtiges Highlight sollte uns dann auf dem Stand von Bulls erwarten, denn dort wurde nicht nur die beliebte Grinder-Reihe überarbeitet, sondern es findet sich auch eine neue Gravel-Plattform, die wirklich in den High-End-Bereich auch gehört. Und das ist neu. Seit 6 Jahren ist das Grinder ein durchaus beliebtes Modell, gerade bei Einsteigern, denn hier wird ein Alurahmen mit einer Carbon-Gabel kombiniert und dann kommt man bei der teuersten Version, dem Grinder 4, bei einem Preis knapp über 2000 Euro heraus. Und diese Plattform ist so beliebt, dass sich Bulls jetzt gedacht hat, sie überarbeiten die ganze Geschichte nochmal ein wenig. Der Hinterbau ist leicht angepasst worden und es befinden sich jetzt noch mehr Anschraubpunkte, beispielsweise auf der Unterseite des Oberrohrs an der Grinder-Reihe. Zusätzlich bietet Bulls nun aber auch eine neue Gravel-Plattform an, die auf den Namen Machete hört. Und für mich war das Highlight hier die Trail-Version, denn die erfreut insbesondere Mountainbike-affine Offroad-Gravel-Freunde. Hier wird ein Carbon-Rahmen mit einer Carbon-Gabel kombiniert. Außerdem finden sich massig Anschraubpunkte an dem ganzen Rad. Schaut einfach nochmal auf die Unterseite des Oberrohrs. Und ein Highlight ist natürlich auch die Dropper-Pose, die Funksattelstütze RockShox Rework AXS, die mit 100 mm wirklich mehr Komfort beim trailorientierten Gravel-Biken zeigt. Stichwort Komfort: 50 mm breite Reifen passen selbst mit 700C in das Bike hinein und außerdem wird sogar eine MTB-Übersetzung an dem Rad angeboten.
Die Schaltung ist ein wilder SRAM-Mix und so finden sich Schalthebel von der SRAM Rival E-Tap AX S-Gruppe. Das Ganze kombiniert mit einem SRAM GX Eagle AX S Schaltwerk und einer Eagle-Kassette mit 10 bis 52 Zähnen. Für mich eines der spannendsten neuen Bikes, die auf der Eurobike gezeigt worden sind. So, das war sie, die Eurobike 2021. Hat Spaß gemacht, ein paar Neuheiten aufzudecken. Es war jetzt nicht die große Innovationenmesse, aber das war zu erwarten. Die Marktlage lässt es einfach nicht zu, für viele Hersteller jetzt in Innovationen auch zu investieren. Dazu haben wir ein paar altbekannte Gesichter getroffen, ein paar Kontakte auch gepflegt, ein paar Projekte für den Herbst und für den Winter gesichert. Da wird einiges Spannendes auf dem Kanal noch passieren. Wir werden die Niner-Videos ausklammern, da wird es ein eigenes Video dazu geben. Das war ziemlich spannend und ja, hoffentlich haben euch die ganzen Neuheiten und auch die gezeigten Produkte gefallen. Was war euer Highlight? Gerne einen Kommentar dazu in die Kommentare. Wir haben jetzt 10 Stunden Messe in den Knochen, fahren heim, ich schneide die ganze Geschichte und dann schauen wir, dass wir die Neuheiten euch so schnell wie möglich auch brandaktuell liefern, damit ihr auch noch was davon habt. Und vielen Dank an Jamal fürs Filmen. Hat mir sehr geholfen, hier was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.